Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, wir starten hier mal wieder eine neue Aufnahme. Und müssen natürlich erstmal wieder alle Helfer in Gang setzen. Eigentlich, wenn ich mir recht entsinne, dürfte ja nicht ein Trecker hier am Hof stehen. Die müssten ja alle irgendwo unterwegs sein. Der hier ist fleißig beim Heuwenden. Der schwartet natürlich hier den ganzen Fall. So wird es natürlich nichts. Warum kriegt er jetzt nicht alles mit? Jetzt nimmt er alles mit, okay. So, er ist noch hier kräftig am Mähen. Gut, doch der Einzige, der am Hof steht, ist wahrscheinlich unser okay, der macht ja auch die letzte Bahn. Dann können wir höchstens gleich mal den ein Stück weiter rüber setzen. Dass er nachher noch ordentlich wendet unten. Sollte das besser klappen. Ja, Sämaschine sät hier Raps an. Wir brauchen dann eigentlich bald einen Trecker, mit dem wir das Heu einsammeln können. Beziehungsweise pressen können. Wir haben ja gesagt, einen Teil werden wir einsammeln und werden erstmal unsere Scheune kippen. Ich weiß nicht, wie viel da reingeht. Ach, das müssten wir eigentlich sehen, oder? War, Soja ist übrigens immer noch am Steigen. ...180 haben wir drin. Gesamtkapazität sind 730 sein. Ach, wir kriegen das Multisilo, können wir auch Heu kippen, okay. Das hat mich jetzt gewundert. Eigentlich können wir die Scheune ja bloß 250 kippen. Er fährt ja ordentlich lange Bahn. Ich schätze mal, wir werden eine Weile beschäftigt sein. Die Welt ist jetzt nicht klein. Wir sowieso rausnehmen den Trecker, der wird das nicht schaffen. Den nehmen wir gleich raus, bevor wir noch länger warten. So, müssen wir hier überhaupt was machen dann am Feld? Wachstum ist klar. Bodenbeschaffenheit, nichts gemacht werden, das sieht gut aus. Dann sicherlich die Sämaschine gleich von 3 hier runter.
So, der kann ja weitermachen. Den hatten wir, glaube ich, hingestellt, um bei den Tieren sauber zu machen. Ne? Wie sieht es denn da generell aus? Ah, geht eigentlich alles soweit. Momentan haben wir so richtig keinen Trecker frei, dass wir mit dem Ladewagen das Heu schon einsammeln könnten. Alles schwer beschäftigt sozusagen. Das Gras kriegen sie auch gleich wieder rein. Oh, die blockieren sich schon wieder. Das wird wieder Drescher sein und Mähwerk sein, oder? Nee, ach so, okay, das ist. Unser Schwader. So, dann haben wir hier natürlich einen Trecker, ist klar. Ja. Den nehmen wir mal raus. Aber werden wir trotzdem mal noch schnell. Auch bei den Hühnern ein bisschen sauber machen. So, das sollte erstmal soweit passen. Lassen wir einfach mal hier an der Seite stehen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Er wird zwar dann anfangen mit Düngen, aber irgendwie nicht so richtig. Da müssen wir gleich nochmal oben ordentlich ansetzen. Das Vorgewende hatten wir ja gemacht, das ist natürlich gedüngt, das ist ja klar. Und sie sollte jetzt auch bis runter durchfahren. Müsste eigentlich funktionieren. So, den machen wir mal ab, den lassen wir einfach stehen. Wieder hin. Ja, ich habe wieder hier auf einen anderen Bildschirm geguckt. Wir wollten eigentlich zum Hof.
So, dann nichts wie zurück. Uhr einsammeln. Helfer A ist natürlich unser Düngerstreuer, das sehen wir ja, da steht jetzt hier oben am Ende, das passt soweit. Ja, vorige Woche Freitag hat ja auch unter Giants einen neuen Trailer rausgebracht, was PS4 betrifft, ne? So, dass für PS4 Seasons und, nicht uns, dass es für die PS4 Seasons kommt. Bin mal gespannt. Meine sicherlich interessant zu spielen, diese. Am PC mache ich es zwar nicht, aber nein, man könnte es hier vielleicht sogar machen. Wenn ob ich es gleich mache, weiß ich nicht. Wenn ich warte ich da auch gerne mal noch ein bisschen ab, nicht, dass man vielleicht die ersten Kinderkrankheiten immer mit so kriegt. Aber das müssen wir ganz einfach erstmal sehen dann. Und unser Treasure ist auch zu 80% schon wieder voll. Nicht gerade gefahren hier oder abgelenkt. So, dort wollte ich mal gucken, genau. 180 sind drin, also ich denke mal zwei Ladungen werden einfahren können. Also ganz nicht, klar. Hier oben ist noch definitiv nacharbeiten mit dem Schwarter, das steht schon mal fest. Eigentlich kann ich oben rumfahren, das müsste eigentlich kürzer sein. Müssen wir hier wieder an den Plattenweg hängen bleiben. Und da war es schon passiert. So, wir haben unsere eigene Scheune hier mit Stroh versorgt. Mit Stroh, nicht mit Heu. Da haben wir jetzt 219 drin, also passt noch. Also noch 30.000 rein, die werden wir auch holen, noch eine Ladung.
Also jetzt mal, ob der Heuwender ordentlich die Kurve kriegt. Oder ob wir den hätten umsetzen müssen. Also wie es aussieht, muss er schon lange Bahn fahren, weil hier ist er nicht zu sehen. So, wir müssten ja unseren Drescher noch leer machen. Werden wir auch gleich nochmal hinspringen. Und dann kann der ja abbunkern in der Zeit, hoffe ich mal. Drescher wollen wir. Ne, wir müssen zum LKW. Treffen wir natürlich wieder nicht hier. Oh, er könnte genau richtig rumstehen. Das ist hier was Komisches, was er vorhat. Ich denke mal, er wird die letzte lange Bahn nehmen wollen. Ja, hier so eine halbe ist noch. War schon noch nicht fertig mit Abbunkern, so wie es aussieht. Doch, jetzt fährt er weiter. So, die LKW müssen wir noch wegnehmen. Nicht, dass unser Heuwender nicht rumkommt. Aber nichtsdestotrotz soll es das auch für heute gewesen sein. Morgen geht es dann hier weiter. Weiter mit Heu natürlich und hier ein bisschen Soja dreschen. Ein bisschen ist gut, ist trotzdem reichlich Arbeit. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin und tschüss.